Das heißt, die Fälle, die ich jetzt skizziert habe, haben sich auf der gesellschaftlichen Ebene vollzogen. Und die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Und dann kam dieser berühmte Satz von Herrn Drosten, der beste Schutz ist, dreimal infiziert zu sein, möglichst schwer und sich viermal impfen zu lassen. Irre. Eine eigene Ethik, eine eigene Moral haben. Unabhängig davon, was die Medien erzählen oder was irgendwelche Leute eintrichtern. Menschlichkeit darf man nicht verlieren. Auch in solchen schweren Zeiten muss man sich Menschen gegenüber menschlich verhalten. Egal, welche Entscheidung sie über ihre Gesundheit treffen oder nicht. Ich akzeptiere und respektiere, dass ein anderer Mensch eine andere Meinung hat als ich, weil jeder Mensch in seiner eigenen Wahrheit lebt und jeder Mensch die Welt anders sieht, anders beeinflusst wurde, anders groß geworden ist, andere Medien konsumiert. Aber wir haben eine gemeinsame Basis und das ist das Menschsein. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Ungeimpfte wurden in ihrem Sein als Menschen entwertet. Markus Köckner, Viertel nach acht, Glück, Klöckner. Wichtig, dass auch diese Themen immer wieder angesprochen werden, nach außen getragen werden, supportet werden mit einer Reaktion, weil da muss einiges aufgearbeitet werden. Da ist viel passiert, was so hätte nicht passieren dürfen und deswegen reagiere ich auf die Videos so, damit das nicht in Vergessenheit gerät, was in der Zeit wirklich mit uns passiert ist und was wir durchgemacht haben. Ja? Die Menschlichkeit ist in dieser Zeit verloren gegangen. Menschen, die nicht das gemacht haben, was der Mainstream empfohlen hat, wurden als nicht menschlich dargestellt. Es gab Umfragen, die ergeben haben, dass Menschen in der Bevölkerung Menschen, die nicht geimpft sind, als schlimmer bewerten als Sexualstraftäter. Das musst du dir mal reinziehen. Das war real. Was wir erlebt haben in der Pandemie im Hinblick auf den Umgang mit den Ungeimpften, das war so schlimm, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Menschen, Mitbürger wurden diskriminiert, ausgegrenzt, sie wurden bedroht und sie wurden in ihrem Sein als Menschen und Bürger entwertet. Und das vor unserer aller Augen. Es gab eine sprachliche Gewalt, die sich gegen die Ungeimpften gerichtet hat. Auch dieses Gefühl, weißt du, wie ich meine, so ausgegrenzt zu werden wegen einer medizinischen Entscheidung, die du für deinen Körper eigentlich selber treffen dürfen solltest, so. Und dafür ausgegrenzt zu werden, sich dafür zu fühlen, als ob man nicht mehr Teil der Gesellschaft ist, das löst was, hat was in den Menschen ausgelöst. Und ich will nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Ich war nämlich einer von diesen Kandidaten, so. Und das Gefühl, dass du nicht mehr teilnehmen darfst, dass du nicht mehr ins Gym gehen darfst, während alle anderen ins Gym gehen dürfen, das Gefühl, dass du nicht mehr feiern gehen darfst, während alle anderen feiern dürfen, ist nicht gut. Weißt du, wie ich meine? Das ist eine harte Diskriminierung gewesen. Eine Ausgrenzung. Die im Grunde genommen unerträglich war. Und mit dieser Gewalt, diese Gewalt hat sich vollzogen über einen langen Zeitraum. Und was mich schockiert hat, war... Und ich bin da stark geblieben, so, weil ich auch jemand bin, der schon sein ganzes Leben lang mit Ausgrenzung zu kämpfen hat. Aufgrund allein meiner Hautfarbe wurde ich hier und da ausgegrenzt, beziehungsweise ja, anders behandelt, so. Ich bin das schon, war das schon gewöhnt, was auch sehr traurig ist, aber es ist ein Fakt. Aber es gibt Menschen, die damit nicht so gut umgehen konnten. Psychischer Terror war das für manche Menschen. Wie wir als Gesellschaft damit umgegangen sind, wir haben nämlich hingenommen. Wir haben nicht hingeschaut, wir haben im Gegenteil das Ganze sogar in Teilen zumindest auch noch unterstützt. Und Druck war viel zu groß von allen Seiten. Ob du reisen wolltest, ob du da rein wolltest oder da. Der Mensch wurde ja nur noch überschüttet mit diesem Wahnsinn. Ja. Also sorry, es muss ich nicht kurz anbringen. Nein, ist doch in Ordnung. Du hast recht und du sprichst einen sehr guten Punkt an. Es gab einen wirklich unfassbaren Druck. Und man muss fragen, woher ist dieser Druck gekommen? Der Druck kam von zentralen Teilbereichen unserer Gesellschaft, unserer Demokratie. Im Grunde genommen alle zentralen Medien. Schutzräume, die eine Demokratie bietet, einer Gruppe, die sozusagen unterdrückt, diffamiert, entgrenzt wird und so weiter. Eigentlich die Instanzen, wo manche Menschen vielleicht immer noch rein vertraut haben. Medien, öffentliche Medien, Politik, die haben den größten Druck ausgeübt, beziehungsweise dann auch dafür gesorgt, dass die Bevölkerung einen gewissen Druck ausübt. So. Ich bin mir sicher, dass viele einfach nur beeinflusst wurden und sich dann hingestellt haben und gesagt haben, ja, die Ungeimpften, das ist die Pandemie der Ungeimpften und so. Das haben die nur so übernommen aus den Medien. Das war gar nicht deren echte Meinung. Und das ist die Sache, wo ich auch immer wieder sage, Menschen müssen zurück in ihr eigenes Bewusstsein finden, sich ihre eigene Meinung bilden, eine eigene Ethik, eine eigene Moral haben. Unabhängig davon, was die Medien erzählen oder was irgendwelche Leute eintrichtern. Menschlichkeit darf man nicht verlieren, auch in solchen schweren Zeiten muss man sich Menschen gegenüber menschlich verhalten, egal welche Entscheidung sie über ihre Gesundheit treffen oder nicht. So, und dafür stehe ich auch mit meinem Namen. Ich akzeptiere und respektiere, dass ein anderer Mensch eine andere Meinung hat als ich,
weil jeder Mensch in seiner eigenen Wahrheit lebt und jeder Mensch die Welt anders sieht, anders beeinflusst wurde, anders groß geworden ist, andere Medien konsumiert. Und deswegen, aber wir haben eine gemeinsame Basis und das ist das Menschsein. Wird, die waren zerfallen. Von der Politik ging ein unfassbarer Druck aus auf der einen Seite. Die Justiz hat meines Erachtens nicht mehr Recht im Sinne des Rechts gesprochen, sondern Recht im Sinne der Politik. Das ist fatal für einen Rechtsstaat. Es gab sicherlich auch Ausnahmen, ja, aber meine Wahrnehmung war, weite Teile der Justiz haben furchtbar gehandelt. Und dann natürlich auch die Medien. Medien muss man ganz schwere Vorwürfe machen. Journalisten haben einen enormen Druck auch auf die Politik Wahnsinn. Aufgebaut. Und sie haben sich quasi als Speerspitze der Pandemiebekämpfung verstanden. Und da muss ich sagen, das ist nicht die Aufgabe von Journalisten. Die Aufgabe von Journalisten ist, sachlich, objektiv und sauber zu berichten. Der Wahrheit gemäß und der Realität gemäß. Und ich kann verstehen, wenn Journalisten sind, ja, wir sind alle Menschen. Dapo haut gerade ein Statement raus. Eigentlich hast du für das Treppenhaus-Video ein Bundesverdienstkreuz verdient in einer normalen Welt. Aber wir leben leider in einer Welt, in welcher ein Assange im Gefängnis vergammelt. Das ist eine verrückte Welt, in der wir uns befinden aktuell. Da sagst du was, mein Bruder. Wirklich auch von allen Seiten so, ne? Also, die Welt steht gerade Kopf, Mann, Alter. Die Welt ist echt gerade, vor allen Dingen hier bei uns, wenn man sich das so richtig klar macht. Ich habe heute mit einem Bruder telefoniert und dann haben wir einige Themen so durchgesprochen, weil der nicht so im Bilde war, was gerade auch aktuell passiert und so. Und wenn man Menschen damit konfrontiert, die sich eigentlich nicht informieren und in ihrer Bubble leben, so, die sind schockiert, so, die gucken sich das dann an. So, ich bin ja natürlich nicht der Allwissende, ich empfehle ja nur Sachen und sage, guck dir mal das an, guck dir mal dies an, guck dir das auch aus mehreren Perspektiven an, damit du deine eigene Meinung treffen kannst. Und die sind teilweise schockiert, die denken sich, ach du Scheiße, Alter, was passiert hier alles gerade um uns herum? Es sind schon Zeiten, die anspruchsvoll sind, sage ich mal auch. Und die Disziplin in seinem Spirit positiv zu bleiben, die wird immer größer, weißt du, wie ich meine? Also dieses, das sich nicht zu krass von dem Weltgeschehen lenken zu lassen, ist nicht einfach und wird immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Deswegen verstehe ich auch, wie manche Leute sich einfach in ihre Bubble zurückziehen und sagen, scheiß drauf, soll einfach auf uns zukommen und wenn es dann so ist, dann ist es halt so. Aber ich finde es auch gut, dass einige Menschen, so wie ich zum Beispiel, sich halt informieren und sich die Sachen reinziehen, damit sie halt auch anderen Menschen bewahren können, falls mal wieder so Situationen kommen, wo es wichtig ist, dass es Leute gibt, die halt im Bilde sind und noch frei denken können und eigentlich immer eine positive Intention haben. Das wollten mir viele auch absprechen, sodass ich dass ich mit dem Video jetzt Menschen gefährde und irgendwie gefährlich bin und bla bla bla. Was ihr immer verstehen sollt, auch wenn ich nicht die Wahrheit und die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, so, ich stehe wirklich für das Gute und natürlich bin ich kein Heiliger und weiß nicht alles, ziehe mir auch nur gewisse Informationsquellen rein, versuche natürlich so objektiv wie möglich ranzugehen. Ich ziehe mir auch die Weltberichte aktuell rein, weißt du, nicht falsch verstehen. Aber dann setze ich mich halt hin, denke nach, höre auf mein Gefühl, meditiere, bete und trage dann das nach außen, wo ich denke, das ist was Gutes, was Positives. Ich will nie jemandem schaden mit dem, was ich sage. Das sollt ihr wissen. Die einen hatten mehr Angst vor Corona, die anderen weniger. Und ich kann verstehen, wenn Journalisten in ihren Redaktionen Angst hatten, vor dem Virus, das ist das eine. Aber wenn sie nicht in der Lage sind, so zu berichten, wie es ihr Auftrag ist, dann sind sie für den Beruf des Journalisten nicht geeignet. Und mein Eindruck war, es gab hier sehr viele Journalisten, die auf eine unerträgliche Art und Weise, Anführungszeichen, berichtet haben. Lassen Sie uns mal über Hass geschürt, viel Hass geschürt auch. Diese Spaltung, die so extrem geworden ist, liegt auch voll viel an den Medien, wie die berichtet haben über gewisse Dinge. Sobald jemand irgendwie eine andere Meinung hatte, wurde der als Verschwörungstheoretiker, Nazi, Rechter, als Hassverbreiter und so hingestellt. Und das hat natürlich sehr viel Emotion auch in der Gesellschaft dann ausgelöst, so gegenüber Menschen, die vielleicht anders denken. Das ist crazy. Ungeimpften bleiben, denn das ist Ihr zentrales Thema jetzt gerade auch in der Sendung. Haben Sie das selber erlebt, Diffamierung, Ausgrenzung, weil Sie ungeimpft sind? Ja, ich habe das vor allen Dingen erlebt in meinem Bekanntenkreis, also im Hinblick auf
andere Ungeimpfte, wie mit denen umgegangen wurde. Wie hat sich das abgespielt? Ja, es war furchtbar. Also ich kann Ihnen zwei Beispiele nennen. Eine Freundin im Kindergarten gearbeitet. Jeden Tag kamen die Kollegen an und haben sie gefragt nach ihrem Impfstatus und haben Druck aufgebaut. Immer wieder. Ja, freundlich, weniger freundlich, mal subtil, mal sehr, sehr direkt. Und ja, diese Frau hat irgendwann diesem Druck nicht mehr standgehalten. Sie wollte sich nicht impfen lassen. Sie war unheimlich skeptisch gegenüber der Impfung und hat sich dann zweimal spritzen lassen. Und das hat auch etwas beschädigt in diesem Menschen, in dieser Frau. Und das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel war einfach im Hinblick auf die Maßnahmen einer jungen Frau, die keine Maske tragen konnte. Musst du dir mal reinziehen, Alter. Da gehst du arbeiten und willst den gesundheitlichen Eingriff nicht machen lassen. Diesen Eingriff in deine DNA, in deine Gesundheit, weil du skeptisch bist. Und dann wirst du jeden Tag damit konfrontiert, bis du dann irgendwann einknickst und dich dann doch spritzen lässt, obwohl du eigentlich das nicht machen möchtest. So. Es geht doch niemandem was an. Ich gehe auch nicht zu meiner Arbeitskollegin und frage, hast du heute Sex gehabt? Das ist privat, Bro. Das ist meine persönliche Entscheidung, was ich mache oder nicht. Und das war so heftig. Bist du eigentlich geimpft oder nicht? Das wurde immer so, die Frage wurde immer gestellt. Medizinischen Gründen, also real, faktisch keine Maske tragen. Die Art und Weise, wie der Arbeitgeber mit ihr umgegangen ist, war so unerträglich, so schlimm. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch auf der Arbeit und ein Krankenwagen musste kommen. Und sie ist jetzt in Therapie. Das sind einfach zwei Fälle aus meinem direkten Umfeld, die ich mitbekommen habe, live erlebt habe. Das heißt, die Fälle, die ich jetzt skizziert habe, haben sich auf der gesellschaftlichen Ebene vollzogen. Und die Frage ist, wie konnte es dazu kommen, dass Arbeitskollegen, ja, mit denen man im einen Moment noch ja, wunderbar zusammengearbeitet habe, plötzlich sich angemacht haben in eine medizinische Entscheidung. Der Michel sagt gerade, wurde auf der Arbeit gemieden, als wäre ich das Virus. Die Privatsache ist, einzugreifen. Frau Blanco, Sie haben gerade den Kopf richtig in die Hände gelegt und flüsterten so leise, das kenne ich auch. Ja, ich kenne das. Also was ich erlebt habe, war in der Bäckerei. Also da gab es anscheinend jemanden, der hat das nicht vertragen auch. Mhm. Und der hat die Maske wirklich, also das kann man sich, der hat die da unten getragen und ist dann eben so rein. Und ich saß da eben und der wurde wirklich von allen Seiten, also gut, von dieser Verkäuferin, die muss es machen, weil sonst kriegt sie wahrscheinlich, fliegt sie aus ihrem Job raus, was weiß ich. Aber da sind wirklich 5, 6 Leute, haben auf den eingeschimpft, auf diesen Menschen. Der erklärte, er hat Asthma, ich weiß nicht, er konnte das irgendwie nicht. Gut, manche machen das vielleicht, weil sie keine Maske tragen wollten. Dem habe ich es aber echt abgenommen. Der Typ ist total verstört aus dieser Bereit. Aber wirklich wie so eine Masse auf diesen Menschen los. Herr Klöckner, Sie haben ein Buch. Auch darüber geschrieben, Sie haben sich mit vielen Menschen unterhalten, wie die Menschen die Corona-Krise erlebt haben, wie sie Ausgrenzung, Einsamkeit, Isolation erlebt haben. Familien sind daran auseinandergebrochen. Absolut. Was wurde Ihnen geschildert im Zuge Ihrer Recherche? Ja, es wurde Keil in die Gesellschaft getrieben und zwar massiv. Also wenn ich nur daran denke, ich meine, der Titel des Buches lautet, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf Sie zeigen. Das ist ein Zitat des Redakteurs, ein hochrangiger Journalist, ehemalig stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, der das gesagt hat, möge die gesamte Republik auf die Ungeimpften zeigen. Ja, das Zitat ist von Nikolaus Blomer, jetzt Nikolaus beim Blomer. Spiegel, früher genau, bei Bild. Man muss aber dazu sagen, das Zitat kommt aus dem Dezember 2020. Da standen wir ja vor dem zweiten harten Lockdown. Da wurden die Schulen geschlossen, das wurde alles dicht gemacht. Das muss man zur Einordnung dazu sagen. Klar. Und das war wenige Tage, bevor die ersten Menschen geimpft wurden. Ich möchte nur, dass wir diesen Kenntnisstand mit reinnehmen. Genau, absolut. Also es ist gut einzuordnen, es macht es nicht besser. Man muss sich mal vorstellen, was das heißt. Wenn jemand von uns irgendetwas tut, sozusagen eine moralische Grenzüberschreitung oder so, ja, und jemand sagt, ja, ich muss jetzt mit dem Finger auf dich zeigen, das ist ja peinlich, das tut ja weh, ist irgendwie auch schlimm. Wenn ein Journalist, der eine Verantwortung hat gegenüber, ja, auch der Öffentlichkeit, wenn der zu so einem drastischen Sprachbild greift, wenn er so drastisch formuliert, dass eine gesamte Republik auf die Menschen zeigt, die nicht geimpft sind, dann hat das eine enorme Wucht. Hier, das ist meines Erachtens eine massive journalistische Grenzüberschreitung, auch wenn das im Rahmen der Meinungsfreiheit in Ordnung ist. Ja, ich bin keiner, der irgendwie sagt, man soll so etwas verbieten. Aber ja, hier wurde meines Erachtens gehetzt bis zum geht nicht mehr. Bela, viele Menschen schildern, dass sie sich an den Pranger gestellt gefühlt haben während der Corona-Pandemie. Wie hast du das empfunden? Wie hast du auch die Sprache empfunden und das Umgehen miteinander empfunden in dieser Zeit?
Ja, ich war ja selber jemand, der Ungeimpfte oder Leute, die sich nicht haben impfen lassen, kritisiert hat. Auch hier. Ich habe zum Beispiel Ex-Regierungssprecher Kimmich für seine Haltung stark kritisiert. Warum haben Sie das gemacht, wenn ich fragen darf? Weil ich der Meinung war, dass jemand, der teilnimmt an einer Veranstaltung, wo sich alle impfen lassen mussten, um daran teilzunehmen, wo es keine Zuschauer gab, wo alle auch gefährdet waren nach damaligen Erkenntnissen, vielleicht kann ich da gleich noch einen Satz zu sagen, nach damaligen Erkenntnissen sich zu infizieren, ist dann auch aus meiner Perspektive ein Akt der Ungerechtigkeit war, von Kimmich zu sagen, ich kümmere mich nicht nur um mich selbst, sondern mir sind auch alle anderen egal. So habe ich das damals gewährt. Ich habe das nachher. Das ist aber auch eine Aussage, die halt einfach so nicht stimmt. So. Das ist ja das, was den Leuten versucht wurde einzutrichtern. Wenn du dich nicht impfen lässt, dann kümmerst du dich nicht um die Gesundheit aller anderen. Was sich im Nachhinein als vollkommener Schwachsinn rausgestellt hat. Und vor allen Dingen, das ist doch keine Argumentation. Wenn ich skeptisch bin und wenn ich denke, dass ich mich nicht impfen lassen sollte, weil eventuell irgendwie ich dem Ganzen irgendwie nicht traue, dass ich dann irgendwie gegen andere bin. Das ist ja das, was den Leuten versucht wurde einzutrichtern. Und weswegen sich sehr viele Menschen haben impfen lassen und dann wirklich ruhig geblieben sind. Und ja, jetzt im Nachhinein sieht man ja, was immer mehr rauskommt. So. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich halt scheiße, weil ich glaube, viele Leute sitzen zu Hause und denken sich, fuck, hätte ich mich mal nicht impfen lassen. Ich habe das eigentlich gar nicht nötig gehabt. So. Ich habe mich nur überzeugen lassen. Es wurde mir so eingetrichtert. Ich habe mich als schlechter Mensch gefühlt, weil die Medien, die Politik und genau so einer wie du, Regierungssprecher, mir das Gefühl gegeben hat, dass ich ein schlechterer Mensch bin, wenn ich da jetzt nicht mitmache. Allerdings revidiert. Ich habe meine Meinung dann auch öffentlich geändert, hat mir nicht viel Zuspruch eingebracht, weder das eine noch das andere, aber dann bin ich klüger geworden. Nur, noch einmal zurück, vor 3 Jahren, um diese Zeit, Jahr 2000, gab es 59 Fälle in Wuhan, die auf einmal aufkamen, wo man gesagt hat, oh, da gibt es Leute mit irgendwelchen Symptomen, das ist so ein bisschen wie Lungenentzündung, wir wissen nicht, was das ist. Die Chinesen haben eine Stadt mit 11 Millionen Menschen in Wuhan dicht gemacht. Aktien sind in den Keller gerauscht. Trump hat eine Reise nach Europa geschortet. Die Formel 1 hörte auf zu fahren. Es waren, wenn überhaupt, Geisterspiele in der Pandemie. Und das ist krass. Ich würde mal gerne wissen, was der Auslöser dafür war. Weil für alle Leute, die jetzt auch skeptisch sind und sagen so, ja, aber das war doch richtig und wir mussten das machen, um die Älteren zu schützen und um die zu schützen, um das zu schützen. Guck dir einfach an, wie viele Menschen tatsächlich an Corona gestorben sind. Das sind weniger als 1% der gesamten Weltbevölkerung. Und dafür haben wir die ganze Welt dicht gemacht. Die ganze Welt haben wir dicht gemacht dafür. Und das ist eine Sache, wo ich mich frage, Bro, wie konnte das passieren? Was war dahinter so der, weißt du, wie ich meine? Da bin ich auch selber, muss ich ganz klar sagen, ich weiß nicht, wo das hergekommen ist, wie das so schnell eskaliert wurde, was da die Pläne hinten dran eventuell auch waren. Ich habe keine Ahnung. 4 Milliarden. Ich find's nur krass. Menschen waren im April, also 3 Monate später, zu Hause, mussten zu Hause bleiben. Und die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, das ist eine Pandemie, die es noch nie gegeben hat. Papa Robi, weniger als 1% der Weltbevölkerung. Weniger. Jetzt hol mal die Statistiken raus, wie viele Menschen an der aktuellen Grippe zum Beispiel sterben. Oder früher schon an Grippe gestorben sind. Das ist keine Pandemie. Deswegen machst du die ganze Welt nicht zu. Hast du Menschen vor dir umkippen sehen? Hast du Menschen an den Straßenrand, hast du Leichen gesehen, wenn du in den Städten rumgelaufen bist? Hatten wir sowas wie die Pest? War das für dich so? Hat. Und wir wussten alle nicht, was tut dieser Virus. Also vielleicht auch das als Erklärung, wie man damals rangegangen ist und wie man es beurteilt hat. Ich habe allerdings meine Haltung dann, sage ich jetzt nicht irgendwie, um mir den Beifall irgendwo abzuholen, aber es war einfach so, dass ich dann doch gesagt habe, nein, hier muss man auch sowas zulassen. Was war der Grund? Der Grund war, dass immer klarer wurde, dass Corona offenkundig eine Krankheit ist, die nicht allein mit Impfungen zu besiegen ist. Was uns ja suggeriert wurde am Anfang. Mhm. Da hieß es ja, lasst euch impfen, genau. Dann kriegt ihr es nicht. Mhm. Ne? Und dann war, lasst euch nochmal impfen. Dann kam dieser berühmte Satz von Herrn Drosten, der beste Schutz ist, 3-mal infiziert zu sein, möglichst schwer und sich 4-mal impfen zu lassen. Irre. Ja, einfach absolut irre. So, und da habe ich angefangen zu denken, Mensch, was passt denn hier nicht zusammen? Sebastian, müssen sich die Verantwortlichen deiner Ansicht nach bei den Ungeimpften entschuldigen? Safe.
Wenn man Schuld auf sich geladen hat, ist Entschuldigen immer gut, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, es ist genau der Punkt, was Belan da eben angesprochen hat. Nämlich, wir haben neue Erkenntnisse gewonnen über Corona. Ich hatte am Anfang auch tiefe Besorgnis wegen Corona. Ich hatte Angst, um es offen zu sagen. Und ich war sehr erleichtert, als der Impfstoff kam. Das habe ich für einen großen Durchbruch gehalten. Der Impfstoff war natürlich mit dem, was man sich davon versprochen hat, am Ende eher eine Enttäuschung. Ja, es hieß ja, man ist möglicherweise auf Jahre immun und so. Das ist so alles nicht eingetreten. Das muss man auch deutlich sagen. Alles nicht eingetreten. Aber warum ist das in Deutschland eigentlich so, dass da, wo andere sozusagen rationalisieren und sagen, wir haben neue Erkenntnisse, wir betrachten die Realität so und so, es ist vielleicht doch nicht schlimm. Und ja, Corona ist ja auch teilweise schlimm gewesen. Ich kenne Menschen, die haben beide Eltern verloren durch Corona. Das soll man nicht ausblenden, dass das ja so war. Jetzt hat sich aber die Lage verändert. Warum ist es in Deutschland so, dass dann manche anfangen zu moralisieren und zu sagen, also wenn du dich nicht so und so verhältst, dann bist du ein schlechter Mensch und mit dir wollen wir am besten nichts mehr zu tun haben und so. Das ist ja passiert mit den Ungeimpften. Können Sie das nachvollziehen? Die Argumentation, dass man da auch eine Reise der Entwicklung durchmacht, dass einem erstmal versprochen wurde, die Impfung ist die große Rettung, man das natürlich glaubt und dann nach und nach, als man mehr Informationen bekommen hat, seine Haltung ändert. Ja, natürlich. Also es kommt natürlich auch auf den Wissensstand an, den jeder hat. Mhm. Ja, auch die persönliche Haltung, eben Emotionen, ja, ganz subjektiv. Hat jemand Angst, hat jemand keine Angst? Ja. Gleichzeitig glaube ich, dass wir relativ früh wussten, dass die Gefahr dieses Virus nicht so groß ist, wie sie gezeichnet wird. Ja, also ich lasse mir noch gefallen für die ersten 2-3 Monate, dass man da vorsichtig war und einfach nicht genau wusste, was kommt. Aber ab einem gewissen Punkt war einfach klar, die Zombie-Apokalypse bleibt aus. Ja, und der Eindruck war, wenn man die Medien eingeschaltet hat, die Zombie-Apokalypse findet jeden Tag statt. Ja, vor allen Dingen, dass jeder das so kriegt, so schnell. Ja, und also der Eindruck, du schaltest einen Fernseher ein, jeder kriegt das und irgendwie jeden Tag hat es immer mehr jemand. Mhm. Genau, so genau. Das war ja für die Medien, in der Medienlogik war das natürlich, ich sag mal, ein Glücksfall in Anführungszeichen, weil man jeden Tag eine neue Dramatik schaffen konnte. Ja, der erste Tode in Altenburg. Wir verkünden auch gerne gute Nachrichten, muss ich mal kurz sagen. Ja, ist ja auch in Ordnung, ja. Aber ja, der erste Tode in Altwarnbüchen, der zweite in Buxtehude, ja, der dritte in Frankfurt und so weiter. Und so hatte man jeden Tag eine Dramatik. Jeden Tag konnte man die Zahlen präsentieren. Und wenn man sich dann aber mal die Zahlen angeschaut hat, muss man sagen, sag mal, was war das eigentlich? Was habt ihr eigentlich präsentiert? Nehmen wir doch nur mal die Anzahl der neuen Erkrankungen. Also ich meine, wenn ich jetzt 1000 Leute teste und 10 positive Fälle habe und am nächsten Tag teste ich 2000 Leute und ich habe 20 Fälle und ich sage dann, die Zahlen haben sich verdoppelt. Das hat natürlich damit zu tun, dass auch mehr getestet wurde. Und das RKI hat immer wieder auch Testzahlen veröffentlicht. Ich habe das mal recherchiert und habe nachgefragt, auch bei den Gemeinden, Landkreisen und so weiter, wie die Testzahlen zusammenkommen. Und Abgründe haben sich aufgetan. Also entweder gab es keine Zahlen oder sie hatten eben die Zahlen aus den Testzentren, aber nicht die anderen Zahlen. Ja? Also man hatte einfach keine Gesamttestzahl und man hat im Grunde genommen, es gibt auch Leute, die sagen, das war im Grunde genommen wie eine Testpandemie. Man testet und testet und testet und man verschärft die Situation subjektiv dadurch, aber in der Realität war es eben anders. Und also das ist jetzt nur ein Ausflug in den Journalismus, was man kritisieren kann. Ja? Aber was mich viel mehr interessiert, wenn ich das vielleicht auch mal ansprechen darf, also ich würde gerne noch kurz darüber diskutieren, was eigentlich in unserer Gesellschaft passiert ist in dieser Zeit, die individuellen Verhaltensweisen. Darüber diskutieren wir gleich. Und Sie sind eine kritische Stimme zu dieser Corona-Pandemie und wir werden hier auch die Frage stellen, was ist mit den anderen kritischen Stimmen? Wurden die nicht genug gehört? Wie viel Einfluss wurde genommen, um diese zu unterdrücken? Das ist gleich unser Thema hier. Das ist krass und das ist auch das, was ich am meisten kritisiere. So. Die Stimmen wurden klein gemacht von Ärzten, von Virologen, von Leuten, die vom Fach sind. Epidemiologen, wenn einer nur ansatzweise angedeutet hat, dass er kritisch ist, wurde er als Rechter, als Nazi, als Verschwörungstheoretiker, als Mensch, den man nicht zuhören sollte, hingestellt. Und das sollte jedem hier im Chat, egal was ihr denkt oder nicht denkt, das sollte euch zum Nachdenken anregen. Ihr solltet da euren eigenen Menschenverstand anstellen und sagen, warum ist das so? Warum ist das so? Warum werden Menschen, die eine andere Meinung haben, mundtot gemacht? Warum werden Menschen, die eine andere Meinung haben, deren Karrieren weggenommen? Warum werden Menschen, die eine andere Meinung posten, gelöscht? Warum werden Kanäle gelöscht, die eine andere Perspektive auf die Dinge bringen? Warum? Das sollte jedem zum Nachdenken anregen.
Jeden Einzelnen, egal von welcher Richtung ihr gerade kommt, so. Das sollte jeden zum Nachdenken anregen. Und dafür hätte ich jetzt gerne mal Argumente. Warum ist es so? Warum ist es so? Von allen Leuten, die jetzt gerade hier gesagt haben, ey, Impfung ist nice und es war alles gerechtfertigt und so, dass wir die Ungeimpften ausgegrenzt haben. Dass wir Ungeimpfte als Nazis, Verschwörungstheoretiker und Rechte hingestellt haben. Dass wir Leute, die das Grundgesetz in der Hand hielten, die auf der Straße rumgelaufen sind und für das Grundgesetz eintreten wollten und gesagt haben, wir lassen das nicht mit uns machen. Warum wurden diese Menschen gelöscht und als Unmenschen hingestellt? Findet ihr das gerechtfertigt? Findet ihr gut, dass man mit Menschen so umgeht? Da müsste man doch anfangen, mal nachzudenken, warum ist das so? Warum darf man nur eine Meinung vertreten? Warum darf ich mich nur hinsetzen und das sagen, was das aktuelle Narrativ ist so? Warum darf ich mich nicht hinsetzen als jemand, der den Shit, der auch studiert ist, der vielleicht schon mit der Schweinegrippe zu tun hatte und mit anderen Sachen, im Europaparlament saß, etc. pp. Warum wird so jemandem nicht zugehört? Warum muss man den löschen? Bruder, dass Medien verschiedene Sachen übertreiben, ist eh klar. Aha. Ich würde niemanden als scheiß No-Waxer bezeichnen. Aber wenn es darum geht, ob ich mich impfen lasse, halte ich mich halt an Profis. An welche Profis? Wer sind deine Profis? Die von den Medien präsentiert werden? Oder ziehst du dir auch Profis rein, die eine andere Meinung haben? Oder nur die, die bei Markus Lanz sitzen dürfen? Wer sind deine Profis, Bro? Weil so wie ich das mitbekommen habe, und ich habe mir wirklich Leute von beiden Seiten reingezogen, ne? Ich bin neutral an die Sache rangegangen. Und so wie ich das mitbekommen habe, gab es genug Profis, wie du sie nennst, die auch andere Dinge gesagt haben. Die von Anfang an skeptisch waren gegenüber dem Lockdown, vor allen Dingen für Kinder und für alte Leute. Menschen sind alleine in Krankenhäusern gestorben. Also wer sind deine Profis? Ich ziehe alle rein, aber wenn von 190 dafür sind, dann bin ich eher bei denen. Ich bin sicher, dass nicht 90 von 100 der Meinung sind. Vor allen Dingen, wo findest du denn die anderen? Die wurden nach dem ersten Post gelöscht. Die wurden als Verschwörungstheoretiker in die rechte Ecke geschoben und denen hat kein Mensch mehr zugehört. Die hast du gar nicht gesehen, die hast du gar nicht auf dem Schirm bekommen. Na klar gibt's Anti-Meinungen, aber es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Welcher wissenschaftliche Konsens? Wo hast du zwei Wissenschaftler mit verschiedenen Meinungen diskutieren sehen? Wo? Sag mir eine Plattform, sag mir ein Medium, sag mir welcher Kongress, sag mir welcher Ausschuss. Wo hast du gesehen, dass zwei Wissenschaftler, die vom Fach sind, miteinander diskutieren und beide ihre Argumente vorbringen? Es wurde doch nicht mal zugelassen, dass Wissenschaftler mit einer anderen Meinung ihre Dinge überhaupt veröffentlichen können. Kein Schwanz hat davon berichtet. Die wurden nicht ernst genommen. Aber egal jetzt, komm, scheiß drauf.